Jo, hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mir ein neues Handy geholt und zwar das Xiaomi 11 Lite. Und in diesem Video werde ich euch das Handy vorstellen, ich werde das Handy auspacken, ich werde ein paar technische Daten zu dem Handy sagen, ich werde euch zeigen, wie ihr das Handy einrichten könnt, meine eigene Meinung zum Handy sagen und ich werde die Frage klären, ob das Handy Google-Dienste hat, weil das habe ich mich tatsächlich selber gefragt, ob das Handy die Google-Dienste hat, weil bei Huawei haben die ja jetzt gerade so Probleme und ich dachte, hat das Xiaomi das auch? Und das werde ich in dem Video auch klären. Wundert euch jetzt nicht, wieso ich ab und zu andere Kleidung anhabe. Das liegt einfach daran, weil ich das Video an mehreren Tagen aufgenommen habe. Ich werde das Handy jetzt auspacken. Vor allem, ich finde diese Packung so geil designt. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, mit was dieses Handy geliefert wird. Ob das ein Ladekabel hat, ob das Kopfhörer hat. Ich habe keine Ahnung. Ich mache es jetzt erstmal auf. So, jetzt kommen wir zum Prachtstück hier. Jetzt fällt gleich direkt das Handy raus, das wäre es jetzt noch. Okay, hier sind ein paar Zubehörsachen drin, aber das ist jetzt das Handy, worum es gehen soll in diesem Video. Das ist das Xiaomi 11 Lite. Es sieht auf den ersten Blick echt geil aus und es sieht sehr aus wie ein iPhone. Es ist einfach ein fucking iPhone. Es fühlt sich in der Hand ohne Hülle echt gut an. Es ist auch absolut leicht. Ich kann mal hier nachgucken, ich habe hier die ganzen Daten drauf, wie schwer dieses Handy gerade ist. Das Gewicht vom Handy ist 157 Gramm, also ist echt verdammt leicht. Jetzt legen wir das Handy mal zur Seite, gucken wir, was dazu geliefert wurde. Wir sehen als erstes direkt einen Ladeblock. Ähnelt sehr Huawei, dieser Ladeblock. Und das Handy ähnelt sehr iPhone. Also es ist ein bisschen so Mixmax aus iPhone und Huawei. Natürlich mit einem USB-C-Kabel. Hier ein USB-C-Kabel, womit man das Ganze aufladen kann. Hier unten drunter ist, denke ich mal, nichts mehr, oder? Ne. Kommen wir zu dem hier. Ich denke mal, da sind Kopfhörer drin und alles. Oh, eine Hülle. Die haben eine Hülle mitgeliefert. Das ist nice. Okay, mit dieser Hülle fühlt es sich echt groß an, das Handy. Also es fühlt sich sehr breit an. Das Handy hat eine Breite von 75 mm und eine Höhe von 160 mm. Und hat, glaube ich, einen Display-Zoll von 6,5. So, haben wir noch ein paar Betriebsanleitungen, braucht kein Schwein. Hier haben wir noch irgendwas. Das Handy hat keinen Kopfhöreranschluss, also wo man Kopfhörer anschließen kann. Deswegen haben die hier so einen Adapter mitgeschickt, womit man hier halt die Kopfhörer reinschließen kann und dann mit dem USB-C-Kabel das verschließen kann. Das haben jetzt heutzutage sehr viele Handys, also das ist jetzt kein wirklicher Nachteil. Bei der Verpackung sind keine Kopfhörer dabei, das ist jetzt auch nicht wirklich ein Kritikpunkt. Viele Handys machen das heutzutage, dass sie keine Kopfhörer mehr mitliefern. Das Handy hat auch keine Kopfhörer. So, ich hau jetzt nochmal ein paar technische Daten zu dem Handy raus. Das Handy hat eine Kamera von 64 Megapixel und eine Kamera von 8 und 5 Megapixel. Dann die Frontkamera hat 6 Megapixel und das ganze Handy hat eine Auflösung von 2400 x 1080 Pixel. Das Handy hat Android 11, also hat das Betriebssystem Android 11 und hat das Betriebssystem von Xiaomi, das ist das MIUI 12. Ich habe auch überhaupt nicht gesagt, wie viel dieses Handy gekostet hat. Das Handy hat 339 Euro gekostet. Das Xiaomi 11 Lite hat 128 GB und hat 6 GB Arbeitsspeicher. Das Xiaomi 11 Lite hat 128 GB und 6 GB Arbeitsspeicher. 6 GB Arbeitsspeicher ist für so ein Handy vollkommen okay. Das Xiaomi 11, also die Pro-Variante, sagen wir mal, von dem Handy, hat 8 GB. Und 6 und 8 GB, da ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Und ich meine, das Xiaomi 11 kostet 799, glaube ich. Und das kostet 339, das ist einfach die Hälfte davon. Und 6 GB und 128 GB ist da schon echt gut. Das Xiaomi 11 hat, glaube ich, 256 GB, wenn ich mich nicht irre. Und hat auch eine krassere Kamera von wegen 108 Megapixel und die Frontkamera hat, glaube ich, 24. So, kommen wir jetzt zum Akku. Den Akku kann man leider von dem Xiaomi 11 nicht austauschen. Also, falls euer Akku irgendwann mal kaputt gehen sollte oder der schlecht sein sollte, man kann den Akku aus diesem Handy nicht entfernen. Ich weiß nicht, ob das irgendein Profi machen kann, aber es sollte von den technischen Daten nicht möglich sein, dass man den Akku tauschen kann. Die Akkukapazität sind 4250. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. So gut kenne ich mich mit dem Ganzen auch nicht aus. Ich gehe mal davon aus, dass es ganz gut ist. Das Xiaomi 11 Lite kann
schnell aufladen, also es hat so eine Fast-Charge-Funktion. Und ich weiß nicht, ob das für euch ein Nachteil ist. Für mich ist es jetzt kein Nachteil. Das Handy kann kein kabelloses Laden. Also, dass ihr so einen Block habt, wo ihr das Handy so drauflegen könnt und dann lädt das Handy quasi. Das kann dieses Handy nicht. Für euch jetzt nochmal, ich hatte immer die Sorge gehabt bei dem Handy, ob das Handy Google-Dienste hat. Ich bin in den Mediamarkt gegangen und da wurde mir gesagt, das Handy hat Google-Dienste und diese ganzen Google Play-Sachen und alles. Das Handy soll anscheinend noch Google und alles haben. Wie es bei den neueren ist, weiß ich nicht. Ich werde jetzt das Handy mal anmachen und dann werden wir gleich sehen, ob es Google-Dienste hat oder nicht. Das Handy geht jetzt an. Mal gucken, ob das irgendwie eine geile Animation hat oder sonstiges. Das ist tatsächlich genau das gleiche, wie es beim Huawei ist. Ich habe ja vorher ein Huawei gehabt, es ist mir kaputt gegangen. Aber das ist tatsächlich genau das gleiche Startbild. Seht hier, dass wir eine Sekunde warten müssen. Und jetzt werden wir hier auch mit dem Betriebssystem zugelabert. Jetzt werde ich die Kamera kurz nochmal umstellen. So, jetzt drücken wir mal hier auf Weiter. Jetzt kriegen wir bestimmt hier ein paar Auswahlen. Jetzt können wir hier die Sprache auswählen. Hier unten kann man einstellen, wie groß der Text sein soll. Ob das jetzt großer Text sein soll, mittlerer Text. Wir nehmen jetzt einfach den großen Text. Jetzt müssen wir das Land angeben. Wir sind natürlich in Deutschland. So, ich habe jetzt gerade nochmal die Sicht von der Kamera geändert. So, jetzt seht ihr auch alles von oben. Jetzt können wir hier die Tastatur anwählen. Ich nehme einfach die Standardtastatur. Und jetzt müssen wir natürlich die ganzen Nutzerbedingungen, die Datenschutzerklärung durchlesen und akzeptieren. Das habe ich jetzt gerade in 2 Sekunden gemacht, ne? Man kennt's. Jetzt sucht das Handy nach einer SIM-Karte. Meine SIM-Karte ist jetzt noch im neuen Handy, deswegen werde ich jetzt ohne SIM-Karte weitermachen. So, jetzt müsst ihr nach einem Netzwerk verbinden. Das ist einfach eure WLAN-Adresse. Das werde ich jetzt mal eben schnell machen. Jetzt werden wir gefragt, ob wir unsere Daten von einem alten Handy auf das neue Handy kopieren wollen. Da ich das machen möchte, drücke ich jetzt einfach auf Weiter. Wenn ihr das nicht machen wollt, drückt ihr auf Nicht kopieren. So. Jetzt werden wir gefragt, wie wir die Daten importieren sollen. Als untersten Punkt haben wir ein iPhone. Wenn ihr ein iPhone habt, drückt ihr da drauf, um eure Daten zu importieren. Wenn ihr das normal über die Google Cloud machen wollt, drückt ihr in die Mitte. Und wenn ihr das von einem anderen Android-Handy machen wollt, wie in meinem Fall, drückt ihr einfach oben drauf. Jetzt werden die Daten erstmal überprüft. Und jetzt werden wir schon darauf hingewiesen, dass wir auf dem alten Handy, das hier ist mein altes Handy. So, es ist jetzt zwar nur ein Überbrückungshandy gewesen, weil mein altes Handy mir runtergefallen ist, aber damit wird es jetzt auch gehen, weil hier alle Daten von mir drauf sind. Jetzt steht hier, öffnen Sie die Google-App. Die Google-App mache ich jetzt auf. So, lass die Google-App offen, sag okay Google, mein Gerät einrichten. Du kannst auch mein Gerät einrichten ins Suchfeld eingeben. So, mein Gerät einrichten eingegeben und jetzt werden wir direkt weitergeleitet. Hier steht jetzt einfach nur, dass das Ganze per Bluetooth gemacht wird und falls es nicht aktiv ist, sollt ihr es anmachen. Meins ist jetzt angegangen. Also die Daten werden über Bluetooth übertragen. Ich weiß auch nicht, wie lange das gehen wird. Bestätige die Formen auf deinem alten Gerät. 8615 und die ganzen Zeichen. 3 Dreiecke, 1 Viereck. Okay, weiter. Passt. Fingerabdruck bestätigen, das muss ich jetzt eben kurz machen. So, jetzt werden die ganzen Daten rübergeballert. Das sind 1,1 GB. Es sind 31 Apps, mein Geräte-WLAN-Passwort, Anrufeliste, Google-Kalender und Google-Bilder und alles wird alles übertragen. So, jetzt werden wir hier auf draufklicken, wiederherstellen. Und jetzt wird das Ganze wiederhergestellt. Also habe ich gleich die ganzen Daten hier. So, jetzt werden wir weitergeleitet in den Suchanbieter auswählen. Ich nehme Google, falls ihr irgendwas anderes nehmen wollt, nehmt ihr das. Ich denke mal, ihr wollt alle Google nehmen. Und die Frage, ob das Handy Google-Dienst hat, ist auch somit erklärt, weil ich jetzt gerade die ganze Zeit mit Google arbeite. Also das Handy hat auf jeden Fall Google-System. Ob dieses Handy irgendwann keine mehr hat, kann ich euch nicht sagen, aber bis jetzt hat es nicht. Ich möchte diese Hey Google-Funktion jetzt nicht nutzen, weil ich sie als unnötig empfinde. Ich brauche es nicht. Falls ihr es braucht, macht ihr es einfach. So, jetzt steht hier, dass mein Smartphone vorbereitet wird. Das kann jetzt einige Minuten dauern. Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern wird und wir sehen uns gleich, wenn es fertig ist. So, ich bin jetzt hier gerade beim Fingerabdruckscan einrichten. Der Fingerabdruckscan ist nicht hier im Bildschirm, wo ich gesagt habe, sondern ist hier an der Seite, hier. Da ist der Fingerabdruckscan. Ich kann es euch jetzt mal zeigen. Ich muss hier jetzt noch ein paar Mal hier meinen Finger oben bewegen. Jetzt seht ihr, dass sich das hier füllt. So, jetzt werde ich hier gefragt, ob ich die klassische Übersicht haben will oder die App-Übersicht. Ich sehe da jetzt keinen großen Unterschied. Ah, okay, die klassische Übersicht ist, dass ihr einfach alles nebeneinander habt und hier öffnet ihr so ein App-Menü. Ich werde die klassische nehmen, weil ich so ein App-Menü nicht brauche. Und jetzt haben wir das Ganze erfolgreich abgeschlossen.
Jetzt ist das Handy eingerichtet und so sieht das System vom Handy aus. Es ist jetzt nichts Spektakuläres, es sieht irgendwie aus wie ein bisschen Apple, aber es ist auch ein bisschen Huawei, also es ist wieder so eine Mische. Dieses Handy ist generell so eine Mischung aus Apple und Huawei. Ihr seht es gerade, hier leuchten so ein paar blaue Streifen auf. Ich habe keine Ahnung, was die bedeuten. Ich werde es vielleicht noch herausfinden. Kann sein, dass ich eine Nachricht gekriegt habe. Yep, ich habe hier was gekriegt. Ihr habt es gesehen. Der richtet gerade noch ein bisschen ein und deswegen hat das gerade hier so geleuchtet. Das sind quasi die Benachrichtigungs-LEDs. Normalerweise haben die ja immer hier oben irgendwo. Aber das Xiaomi 11 hat hier so Streifen, die dann hochgehen. So sieht das Handy in der Tastensperrfunktion aus. Es sieht jetzt sehr schlicht aus. Ich finde, es ähnelt wieder sehr krass iPhone. Man kann jetzt einfach ganz normal hier hoch swipen und dann kann man hier sein Passwort eingeben. Oder man nimmt die Fingerabdruck. Die ist hier an der Seite. Ich halte jetzt hier mal meinen Finger dran und ihr seht, dass es so eine fresche Animation gibt, die dann hier die ganzen Apps so reinhaut. Ist ganz cool. Es ist mal was anderes, dass das hier an der Seite ist, weil man hält ja sein Handy quasi die ganze Zeit so. Und dann kann man hier mal seinen Finger draufhalten und kann das so mit dem Fingerabdruck bestätigen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Mein Fazit zu dem Handy ist auf jeden Fall, bis jetzt sieht das Handy echt cool aus und hochwertig aus. Ich habe bis jetzt auch keine negativen Aspekte in diesem Handy gefunden. Es hat natürlich keine Kopfhörerkabel, aber das stört mich jetzt auch nicht wirklich, weil man heutzutage eh nur Bluetooth-Kopfhörer benutzt und alles. Das System von dem Handy ist echt gut. Es hat auch Google-Dienst und alles. Also für den Preis würde ich euch das Xiaomi 11 Lite echt empfehlen. Für 339 Euro kriegst du da echt kein besseres Handy als dieses Xiaomi 11 Lite. Und es ist auch mittlerweile das neueste Handy auf dem Markt. Es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert, dieses Handy. Falls ihr noch irgendwelche Fragen zu dem Handy habt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren schreiben. Und das war's mit dem Video und wir sehen uns wieder im nächsten Video und ciao. J'ai baissé la vitre, rassuré la mif, j'ai changé de vie. Y'a rien qui est acquis, des fois t'es l'abîme, tu perds c'est la vie. Les caméras filment, mais j'ai pas envie, dévoiler ma vie. J'ai changé d'avis pour changer l'avenir, des années à vivre.